Im heutigen Tag täglich sprechen wir über das Ende der Fidget Spinner, die uns sowieso schon gewaltig nerven hier seit einigen Wochen. Wir sprechen darüber, dass LG eine verbesserte Version des G6 vorgestellt hat, die uns überhaupt nichts nützt. Wir erklären, warum das Samsung Galaxy S8 keinen Fingerabdruckscanner im Display hatte. Warum Microsoft meint, das iPad Pro sei eine dreiste Kopie des Surface Tablets. Und dann haben wir ein tolles Komplettangebot für Sky für euch, wo es sehr günstig alles gucken können, was es auf Sky gibt. Und dann klärt sich ja heute die Frage, ob ich mir die Haare wachsen lassen muss, soll. Und ich habe, nee, das sage ich jetzt noch nicht, gleich nach dem Intro. Das ist Berlin, das ist Gigatech, ich bin Amir, Tech täglich vom 19.06. Meine Schwester hat heute Geburtstag, ich grüße sie an dieser Stelle. Happy Birthday, Schwesterherz. So, Fidget Spinner, das, also es gibt eventuell Leute, die noch nicht mitbekommen haben, was das ist dieses unsägliche Spielzeug, so ein kleiner Kreisel hält man in der Hand und dann dreht man das so und ist kugelgelagert und das dreht sich halt dann so ewig rum und das soll irgendwie beruhigend wirken und war der heiße Scheiß für viele junge Leute. Und jetzt haben wir rausbekommen, dass das Zeitalter der Fidget Spinner ist zu Ende. Also wir haben zwei Meldungen heute auf Gigatech. Weil es zu Ende ist, haben wir nochmal zwei Meldungen zu den Fidget Spinnern geschrieben. Und zwar zum einen wurden wie viele Millionen Tonnen, Stefan? 35 Tonnen wurden, Fidget Spinner wurden beschlagnahmt, weil die gefährlich sind. Da kann man Kleinteile verschlucken. Also das ist ein großer Schlag gegen die Fidget Spinner Mafia. Und die andere Meldung ist viel endgültiger und zwar haben wir mal bei Google Trends geguckt und auch uns mal die YouTube-Views angeschaut zum Thema Fidget Spinner und da kann man erkennen, dass es so im Mai bis Mitte, Ende Mai gab es einen richtigen Peak, also an Suchanfragen zum Thema Fidget Spinner, auch die YouTube-Videos und jetzt geht das rapide abwärts wieder seit ein paar Tagen. Das heißt, der Hype der Fidget Spinner ist vorbei, Leute interessieren sich nicht mehr dafür und wir haben auch eine Aussage eines Spielwaren-Einzelhändlers, der das bestätigen kann und auch sagt, da wird nicht mehr viel gekauft. Also der Fidget Spinner Markt ist gesättigt, beziehungsweise die Leute haben einfach keinen Bock mehr auf dieses völlig sinnlose Spielzeug. Das waren die guten Nachrichten, die schlechten Nachrichten kommen von LG. Giga.de/Android. LG hat ja mit dem G6, ich benutze das hier ja, ein grundsätzlich sehr, sehr tolles Smartphone gebaut. Ich bin recht begeistert davon. Allerdings fehlen da so ein paar Funktionen. Und es ist auch nur der Snapdragon 821, wenn ich jetzt nicht lüge, 821 verbaut. Das heißt, das ist jetzt nicht so ganz High-End. Und jetzt gab es kurze Hoffnung, weil sie haben das LG G6 Plus vorgestellt. Das bringt zwar keinen neuen Prozessor, aber irgendwie die doppelte Menge an Speicher. Und Qi kabellos ladefähig ist das. Allein kommt nicht nach Deutschland, wurde nur für Südkorea vorgestellt. Also da wissen wir auch nicht mehr, was wir dazu sagen sollen. Was trotzdem neu ist an diesem Gerät, es gibt wohl ein paar Software-Features, die dann per Update auch auf das reguläre G6 kommen können. Also auf ein bisschen was dürfen sich G6-Besitzer hier dann auch freuen. Das lest ihr alles im entsprechenden Artikel auf giga.de/Android, den wir wie immer unten verlinken oder hier oben verlinken. So, das Galaxy S8 war ja in einer Hinsicht auch eine Enttäuschung, und zwar war der Fingerabdruckscanner auf der Rückseite sehr blöd angebracht. Und vor allem waren wir enttäuscht darüber, dass Samsung es nicht geschafft hat, den und das Display zu bauen, wie es wohl auch beim Note 8 noch nicht reichen wird, sondern der wird auch weiterhin hinten sein. Es arbeiten ja gerade alle möglichen Hersteller, allen voran Apple, die Erfinder von allem, arbeiten ja gerade am Fingerabdruckscanner unter dem Display. Also eventuell sehen wir im iPhone 8, iPhone 7S glaube ich noch nicht, im iPhone 8 dann eventuell den Fingerabdruckscanner unter dem Display. Und wir wissen inzwischen, warum das bei Samsung nicht geklappt hat. Und zwar war es wohl so, dass mit dem aktuellen Stand der Technik hätte der Bereich, unter dem dann dieser Fingerabdruckscanner eben liegt, im Display, der hätte heller geleuchtet als der Rest vom Display oder hätte heller beleuchtet werden müssen oder whatever. Und das hätte natürlich doof ausgesehen. Und deswegen hat man sich entschieden, das nicht zu machen. Und offensichtlich hat man jetzt beim Note 8 das auch noch nicht beseitigen können. Dieses konzeptionelle Problem muss halt Apple ran und das dann beseitigen. Wie genau sich das darstellt, lest ihr im entsprechenden Artikel, giga.de/Android. Und wo wir gerade schon bei Apple waren. Apple hat ja lange Jahre zu Recht auch in vielerlei Hinsicht schon immer auch gesagt, hier, die kopieren uns und die kopieren uns und die kopieren uns. Jetzt schlägt Microsoft zurück und sagt, das iPad Pro ist ein klares Beispiel dafür, dass Apple uns kopiert. Die sehen nämlich das iPad Pro als eine Surface-Kopie und haben da jetzt auch gar keine Hemmungen, das einfach mal so in den Raum zu stellen. Ich gehe da jetzt nicht weiter ins Detail, weil das ein Thema ist, das die Gemüter erhitzt. Deswegen lest ihr einfach am besten den Artikel auf giga.de/Apple und bildet euch da eure eigene Meinung zu. So, und dann haben wir noch einen Deal als Rausschmeißer. Und zwar ist es ja so, haben vielleicht einige von euch mitbekommen,
Die Champions League wird es im nächsten Jahr nicht mehr, also in diesem Jahr dann noch nicht mehr im Free TV geben, sondern Sky hat die kompletten Rechte in Deutschland gekauft und DAZN, dieser Sportstreamer. Das heißt, wer großer Fußballfan ist oder wer im Sommer auch die aktuelle Staffel, die neue Staffel von Game of Thrones gleich sehen möchte, der liebäugelt vielleicht mit einem Sky-Paket. Jetzt sind Sport und Serien ja zwei verschiedene Sachen. Soweit ich weiß, müsste man dann auch zwei verschiedene Pakete da kaufen. Und für alle die gibt es gerade einen tollen Deal, und zwar alle Sky-Pakete, HD, inklusive gratis Receiver für nur 29,99 im Monat statt sonst 76,99. Also da habt ihr 60% Ersparnis, wenn ich das jetzt, richtig gerechnet habe, aber hier ist ein großes Bild, wo das draufsteht. Wenn ich dieses Bild richtig interpretiere, auf dem groß 60% Ersparnis steht, habt ihr 60% Ersparnis mit diesem Angebot. Die ganzen Deal-Konditionen, was ihr da alles kriegt und was eventuell dann doch noch an Einmalkosten anfällt, aber ich sehe hier nichts, lest ihr im entsprechenden Artikel unter giga.de/deals. So, und jetzt kommen wir zu den YouTube-Kommentaren, und da ist die Frage vom Freitag offen, muss ich mir die Haare wachsen lassen? Da war nämlich, wir haben ja in der Zeit immer hier so Angebote, so Wettangebote, für wie viele Likes würde ich das und das machen? Mit dem Rauchen aufhören hat nicht geklappt, und dann war die Frage, für wie viele Likes ich mir die Kopfhaare zwei Monate lang wachsen lassen würde, und dann hatte ich gesagt, okay, das mache ich für 150, und wir haben 227 Likes, also ich werde mir jetzt die Haare wachsen lassen. Es gab jetzt hier in der Redaktion schon verschiedene Vorschläge, wie lang ich die wachsen lasse. Sebastian ist dafür, dass ich sie mir bis zum Po wachsen lasse. Das wird länger als zwei Monate dauern, und da bin ich auch noch nicht so überzeugt, ob mir dieser Style steht. Deswegen gehe ich in einer ersten Etappe. Ich habe eine Frisur schon rausgesucht, die blenden wir jetzt mal ein. Ich bin ja auch so ein Typ wie Tom Hardy. Und deswegen möchte ich diese Frisur haben, die ihr da jetzt seht. Also das wird der erste, ist jetzt noch nicht so lang, aber ich muss ja irgendwie anfangen, damit ich jetzt das nicht so wild in alle Richtungen wachsen lasse und dann wie so ein Monchichi erstmal aussehe. Würde ich also, sagen wir mal, bei der jetzigen Länge würde ich so Ende dieser Woche mal zum Friseur gehen und in die Richtung dieser Tom Hardy Frisur das Ganze schneiden lassen. Sebastian, du bist dann lang. Der macht ihn dann lang. Ich mache mir Extensions dann einfach und dann habe ich lange Haare. Nein, also die nächsten zwei Monate lasse ich die wachsen. Aber klar, ich werde zum Friseur gehen. Also ich will jetzt nicht hier so richtig scheiße aussehen. Da muss schon Schnitt drin sein irgendwie, ne? Aber sagen wir mal so, hier oben schneide ich nichts ab. Seitlich schon dann. Gut. Das war diese Wette. Es gab ein paar Wettvorschläge, diesmal auch, die gefallen mir aber alle nicht. Also ich werde diesen Tag täglich never ever in Badehose moderieren. Frank wird sich nicht in was auch immer umoperieren lassen. Es gab die Frage, für wie viele Likes Frank mal wieder den Tag täglich moderiert. Ich sage mal, gar kein. Also da brauchen wir keine Likes für. Das macht er sehr gerne. Ist halt gerade nur im Urlaub. Er ist morgen wieder da. Ob er es morgen gleich schafft, weiß ich nicht. Aber die Woche, sage ich mal, wird der Frank auch ohne Like noch mal wieder einen Tag täglich moderieren. Das können wir auf jeden Fall so sagen. So, dann gab es hier die Frage, würdet ihr mal eine Roomtour in der Redaktion machen? Das können wir grundsätzlich halb anbieten. Und zwar, ich kann keine Roomtour machen, weil ich dann von jedem Mitarbeiter hier erstmal eine Einverständniserklärung einholen müsste, dass er auch im Video zu sehen sein möchte. Das wird sich nicht so einfach machen lassen. Es gibt aber einen Artikel auf gründerszene.de, den können wir auch unten mal verlinken, und da könnt ihr eine Tour durch die Redaktion machen. Da könnt ihr Bilder sehen, die sind dann, glaube ich, leer, also dann sitzt keiner da. Das ist online, und dann könnt ihr euch einen Eindruck unserer Redaktionsräume machen. Gibt bei uns auch eine Galerie? Okay. Wir packen verschiedene Links in den Tag täglich unten in die Description rein, und dann könnt ihr euch das anschauen. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich hatte jetzt auch nochmal Fragen, die ich tatsächlich beantworten wollte. Achso, die erste Frage von Julian. Was für Autos fahrt ihr so? Gar keine. Ich glaube, wenn ich mich hier umgucke, widerspricht niemand in der Redaktion hier, fährt ein Auto, oder? Also besitzt ein Auto. Das ist das Tolle an Berlin, dass die Infrastruktur hier sehr gut ist. Man braucht hier schlicht kein Auto. Es gibt, wenn man mal doch punktuell ein Auto braucht, gibt es hier viele Carsharing-Unternehmen, die auch sehr dicht ihre Autos hier stehen haben. Ich nutze viel Carsharing. Ich sage jetzt nicht die Namen dieser Unternehmen, aber Carsharing ist ja auch eine tolle Sache, schön für die Umwelt und so. Aber es besitzt kein Giga-Redakteur ein Auto. Ich hatte einen Toyota, hab den sofort verkauft. Weil es ein Toyota war? Stefan sagt, falls ihr das nicht gehört habt, Stefan hatte mal einen Toyota, hat den aber sofort verkauft, als du nach Berlin gekommen bist. Genau. Ja. Ja, okay, dann sage ich auch nochmal, ich hatte früher mal einen Honda, aber dann bin ich nach Berlin gekommen und dann war der kaputt und habe mir nie wieder einen neuen gekauft. So, das war die Frage mit den Autos, und jetzt hat noch jemand gesagt, dass er diesen Bambi-Sticker hier ganz toll findet. Danke, ich finde den auch gut. Der Ben nie freut sich, dass er voll die Lawine in Gang gesetzt hat und meint damit die Umfragen, diese Wetten, die wir da jetzt immer machen. Ja, danke Benni dafür. Du bist schuld, dass ich mir die Haare wachsen lassen muss. So, und jetzt hatte ich eigentlich noch einen, aber den finde ich jetzt nicht mehr. Oder habe ich den schon gesagt? Nee, ich glaube, das war's.
Also sind, wie gesagt, noch viel mehr. Ach so, hier, könnt ihr mal einen Deal für die Schweiz vorstellen? Ich werde, Monika, jetzt sage ich hier über die Schulter, Monika, die Tage mal drauf achten, Deal, der auch in der Schweiz gilt. Dann können wir den speziell für den Simon auch mal vorstellen, sagen, hier, das kannst du auch in der Schweiz machen. Sky wahrscheinlich jetzt nicht, ne? Nicht explizit Schweiz, ja. Aber wir werden darauf achten, dass wir auch mal Deals machen, die in der Schweiz gelten und das dann auch in die Überschrift reinschreiben, gilt auch in der Schweiz. In diesem Sinne, das war der Tech Daily vom 19.6. Ich gehe jetzt mit meiner Schwester Geburtstag feiern. Euch einen schönen Feierabend. Bis dann. Tschüss.